und willkommen zurück zu meinem allerneuesten Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es jetzt demnächst auch das neue Essence-Sortiments-Updates und es gibt ja schon mal so ein paar Produkte, die vorher erhältlich waren und die möchte ich heute zusammen mit euch testen. Ich muss sagen, dass diese Sortiments-Updates mir immer besonders viel Freude bereiten, gerade zu testen, vor allem bei Essence. Ich finde, Essence hat es immer echt gut drauf mit dem Design und halt alles einfach so ja, an Themen anzupassen, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und ich würde sagen, ich sage euch jetzt einfach mal, welche Produkte ich heute teste. Das erste, was ich gekauft habe, sind diese Liquid Highlighter Drops. Dann habe ich eine Lidschattenpalette gekauft. Das ist eine von vier, aber im Moment gibt es nur zwei zu kaufen. Und dann habe ich auch noch diese Mascara hier gekauft aus der You Better Work Serie. Und ich habe auch noch von Catrice ein Lippenprodukt, was ich euch dann nochmal am Ende zeige. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das übrigens sehr gerne tun. Ich lade immer sonntags neue Videos hoch und ich würde mich mega freuen, wenn du mit dabei bist. Ich trage jetzt einfach erstmal Primer auf, bevor ich gleich mit dem Liquid Highlighter loslege. Alle Produkte, die ich jetzt so benutze und nicht so besonders erwähne, findet ihr wie immer in der Infobox, falls euch da irgendwas interessiert. Kommen wir nun zu den Liquid Highlightern. Ich habe persönlich gar nicht so viel Erfahrung mit so Liquid Highlightern. Ich finde es aber ganz cool, um in so eine Foundation zu mischen. Das hier sind die Insta Perfect Highlighter. Es gibt ja auch diese Insta Perfect Foundation passend dazu. Ich habe jetzt die hellen genommen. Es gibt auch einen dunkleren Ton. Das ist jetzt die Nummer 10. Die Verpackung finde ich jetzt nicht besonders hochwertig, aber ich denke, sie wird funktionieren. Und für den Preis kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Ich würde sagen, wir swatchen das jetzt einmal. Was ich schon mal cool finde, ist, dass die Öffnung hier recht klein ist. Das heißt, man hat wahrscheinlich nicht das ganze Produkt gleich überall. Was immer gut ist, denn ich bin recht ungeschickt. Das ist jetzt einmal der Highlighter so aufgetragen und dann ausgeblendet. Ich finde, das hat so ein richtig schönes, nasses Finish, was ich persönlich sehr mag bei Highlightern. Ich finde, das sieht dann immer so sehr frisch und edgy aus. Und ich kann mir das gut in der Foundation vorstellen, deswegen werde ich das jetzt mal in meine Foundation mischen. Als Foundation benutze ich jetzt nicht aus der Drogerie, im Moment sehr gerne diese Foundation hier von Chanel. Das ist die Le Teint Ultra. Und dann gebe ich da jetzt mal zwei Highlighting Drops zu. Die Chanel Foundation ist eine sehr matte Foundation, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ganz schön aussieht, wenn man jetzt hier so ein bisschen Glanz noch reinbringt. Und ich trage das jetzt einmal mit meinem Beauty Blender auf. Abgesehen davon, dass ich diese Foundation wirklich über alles liebe, weil sie gut auf meiner Haut hält, finde ich, dass das dem Ganzen noch so ein bisschen Leben verleiht. Normalerweise ist das so, wenn ich die Foundation trage, dass sie so erst über den Tag so ein bisschen lebendiger aussieht. Und hier hat man halt so einen ganz leichten Shift schon von Anfang an, was ich sehr cool finde. Ich denke, man kann auch noch ein paar mehr Drops reinmachen, dass das Ganze etwas intensiver ist. Ich werde das Ganze jetzt nochmal einfach so auftragen oben drüber. Die Highlighting Drops gefallen mir auf jeden Fall gut. Das Ding ist halt, am Anfang sind sie sehr intensiv und dann kann man sie aber auch echt ausblenden, dass es sehr natürlich aussieht. Da ist so ein bisschen die Frage, was man haben möchte. Ich denke, wenn man das Ganze mit einem Pinsel aufträgt, dann wird das definitiv intensiver. Aber die Highlighter Drops bekommen von mir schon mal ein Däumchen nach oben. So, ich habe jetzt mal gerade den Rest meines Gesichts geschminkt und wir benutzen jetzt zusammen die neue Lidschattenpalette. Das ist die Good Day Sydney Palette und ich finde das Design wirklich mega. Es gibt ja verschiedene Themen und verschiedene Paletten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich noch weitere Paletten davon testen soll. Aber ich finde, das ist so richtig schön sommerlich. Und wenn man das Ganze aufklappt, dann sieht es auch sommerlich aus. Ich finde die Farben wirklich mega schön. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass die Sachen thematisch zusammenpassen. Und bei diesen Farben muss ich halt wirklich so an Surfen und an das Meer denken. Von daher bekommt das Design von mir schon mal eine 1+. Bevor ich das Ganze jetzt auftrage, preppe ich erstmal mein Lid. Dafür benutze ich den Paint Pot von MAC. Ich finde aber auch die Essence Eyeshadow Base sehr gut. Die könnt ihr also auch einfach nehmen. Ich finde es immer wichtig, dass man sich Zeit nimmt, die Base richtig zu verblenden, denn sonst hat man schon mal so Stellen, wo nachher Lidschatten drauf haftet und es gibt einfach nicht so ein ebenmäßiges Ergebnis. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblings-Eyeshadow-Base ist. Und wir kommen jetzt zu diesem guten Stück hier. Was ich schon mal gut finde, ist, dass es hier so einen ganz hellen Ton gibt. Damit kann man einfach den Primer setten und es gibt auch eine Transition Color. Es gibt insgesamt viele matte Töne, zumindest 3 Stück, womit man durchaus arbeiten kann, weil das so neutrale Brauntöne sind. Das ist mir immer wichtig, dass halt diese Transition Farben einfach matt sind
Und dann hat man halt hier die restlichen Schimmerfarben. Die hier kann ich mir als Inner Corner Highlight vorstellen und die halt hier auf dem Lid drauf. Ich fange jetzt an mit dieser Farbe hier und ich finde es richtig cool, dass keine Namen dabei sind, denn da muss ich die nicht aussprechen. Denn wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr vielleicht, dass das nicht gerade meine Stärke ist. Ja, diesmal komme ich drum herum. Der Ton hat sich auf jeden Fall gut auftragen lassen. Das ist einfach so ein Standardton, zu dem man nicht viel sagen kann. Ich benutze übrigens den Leni Brush Nummer 06, falls ihr das wissen wollt. Und ich gehe jetzt hier in diese Farbe und gebe mir die einmal in die Crease. Die Pigmentierung ist auf jeden Fall da. Es ist jetzt nicht sehr heftig pigmentiert, aber es lässt sich unheimlich gut verblenden. Und ich denke mal, dass man es aufbauen kann. Ich mache das jetzt mal. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn ein Lidschatten so unkompliziert ist und man einfach keine Arbeit damit hat. Das hat sich wirklich wie vom Blender selber ausblenden lassen und der Ton gefällt mir auch sehr gut bisher. Das Ganze versuche ich jetzt noch etwas zu vertiefen mit diesem Ton und dafür nehme ich jetzt die Nummer 13, ebenfalls von Leni Brushes. Dazu habe ich ja auch ein ganzes Video gemacht, falls euch das interessiert und ihr ein paar günstige, gute Pinsel sucht. Das gebe ich mir jetzt einmal hier so ein bisschen enger in die Crease. Der Ton ist jetzt nicht besonders stark pigmentiert, man sieht aber ein bisschen was. Okay, er lässt sich aufbauen und dann hat er so eine mittlere Pigmentierung. Ich denke aber, dass man ihn auch ganz gut schichten kann. Gefällt mir jetzt so auf den ersten Eindruck auch ganz gut. Ich ziehe mir jetzt mal fix einen Cut Crease. Dafür benutze ich meinen neuen Lieblingsconcealer, den NYX Born This Way Concealer. Ich habe mir den jetzt tatsächlich in einer dunkleren Nuance geholt und seitdem kann ich ihn nicht mehr aus meinem Leben wegdenken. Denn er ist einer der wenigen Concealer, die nicht unter meinem Auge creased, was sehr geil ist. Die Cut Crease sitzt. Ich mache jetzt hier mit diesem Ton weiter, dieses schimmernde Grün. Ich bin sehr gespannt, wie das pigmentiert sein wird. Also auf den ersten Swatch ist es schon mal vielversprechend und ich sprühe das erstmal nicht an, einfach damit wir gucken können, ob das bröckelt oder wie das pigmentiert ist, wenn man es nicht ansprüht. Dafür, dass es jetzt nicht angesprüht ist, finde ich, ist es echt ganz gut. Ich sprühe das Ganze jetzt einfach mal mit Fix Plus an. Oh ja, das gibt nochmal einen schönen Unterschied und gibt so einen folierten Effekt. Gefällt mir sehr gut, das Grün. Das Grün gefällt mir super, es macht mir so Frühlingsvibes und ich gehe jetzt noch als letztes in diesen Ton und setze mir den einmal in den inneren Teil und dann sind wir auch fertig mit dieser Palette. Ich habe jetzt noch ein bisschen an meinem unteren Wimpernkranz die Brauntöne aufgetragen und den Look so ein bisschen vervollständigt. Die Palette ist wirklich mega. Die metallischen Töne, gerade wenn man die irgendwie ansprüht, dann sind die wie so flüssiges Metall. Also ich bin so positiv überrascht von dieser Essence-Palette, vor allem weil ich die letzte LE gar nicht so toll fand. Und die Palette hat einfach eine durchgehend Bombenqualität und das für den Preis und in dem Design. Also guckt euch die auf jeden Fall mal an. Als nächstes haben wir diese Mascara hier, ebenfalls von Essence. Essence hat ja ziemlich gute Mascaras durchweg. Das ist jetzt die You Better Work Mascara Volume and Curl. Es gibt auch noch eine Lengthening Mascara, soweit ich weiß. Das ist auf jeden Fall Volume and Curl. Und die hat so ein Bürstchen, das ist so ein bisschen asymmetrisch. Das Ganze soll natürlich schwitzfest und wasserfest sein, was ich immer ganz praktisch finde, weil sonst Wimperntusche bei mir einfach nicht hält und auch meine Wimpern so ein bisschen nach unten hängen und das dann den Schwung besser hält. Ich werde mir jetzt mal die Wimpern curlen und dann tragen wir zusammen die Mascara auf. Was ich schon mal ziemlich geil an der Mascara finde, ist diese Verpackung. Das Design ist jetzt nicht hundertprozentig hübsch, aber es ist funktionell. Aber die fühlt sich irgendwie sehr hochwertig an. Das ist so ein Soft-Touch irgendwie, aber ohne, dass es dreckig wird. Also finde ich es sehr angenehm in der Hand. Die Mascara gefällt mir mega gut. Ich habe die auch schon über 10 Stunden drauf gehabt und da ist wirklich nichts verrutscht. Das habe ich eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Meistens habe ich auch bei wasserfester Mascara, dass ich nachher hier so schwarze Striemen habe oder so. Das hatte ich bei der gar nicht. Und ich finde, vom Ergebnis vom Wimperntrennen ist die so wie die Better Than Sex Mascara von Too Faced. Und ich bin mega begeistert von dieser Mascara und kann jetzt schon sagen, dass das eine meiner Favoriten wird.
Ich bin jetzt soweit durch mit den Essence-Produkten. Ich wollte euch aber auch noch von einem Produkt von Catrice erzählen, was aus dem neuen Sortiments-Update ist. Und zwar ist das dieses Lipgloss, in das ich mich schockverliebt habe. Denn es hat einfach so einen richtig tollen Nude-Ton und es glänzt und es hat ein angenehmes Tragegefühl. Das ist das Generation Plump and Shine Lipgloss in der Farbe 070. Und das ist wirklich einer der schönsten Glosse, die ich in der Drogerie je gefunden habe. Die Verpackung ist toll und was will man für den Preis falsch machen? Das waren nun alle Produkte, die ich heute mit euch zusammen testen wollte. Und ihr wisst ja, dass ich immer meine ehrliche Meinung sage und auch oft schon mal meckere an den Produkten. Aber diese Produkte haben mich wirklich umgehauen. Ich fand die nicht nur gut, sondern ich fand die wirklich sehr gut. Und das ist auf jeden Fall eine hundertprozentige Kaufempfehlung von mir. Es gibt ja auch noch andere Essence-Produkte jetzt im neuen Sortiments-Update, die etwa so am 18. Februar erhältlich sein werden. Falls ich darüber noch ein zweites Video drehen soll, dann könnt ihr mir das sehr gerne in die Infobox schreiben. Ansonsten freut es mich, dass du wieder mit dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!